2018 war ich in London und das ist mein Tribut für Queen Elizabeth II. Neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden auf Schloss Windsor und trifft die Staatschefs und Chefinnen beim G7-Gipfel in Cornwall. Und sie feiert ihren 95. Geburtstag. Es war weise, dass sie sofort nach dem Tod ihres Mannes weitergemacht hat. Noch in der Woche seines Ablebens hatte sie mehrere Termine, Zoom-Meetings und ähnliches. Ab dann war sie wieder permanent unterwegs. In ihrem Alter wäre ihr ein Neuanfang vermutlich schwer gefallen, wenn sie sich für 2 oder 3 Monate zurückgezogen hätte. Ein Mann, der sie stützte und ihr Kraft gab. Ihr und der ganzen königlichen Familie. Wer allerdings dachte, dass sie nun ihre öffentlichen Verpflichtungen zurückschrauben würde, hatte sich getäuscht. Prinz Charles wird es sicher auch so machen. Und William und George auch. Denn das gebietet die Tradition, in der sie alle aufwachsen. Prinz Charles sagte mal zu mir, ich sage nie, wenn ich einmal König bin. Denn das wird der Tag sein, an dem meine Mutter stirbt und ich unendlich traurig sein werde. Wenn sie lächelt, wird alles in der Welt heller. Erschütterlicher Hingabe tat, so weiß auch ich, dass ich mich feierlich dazu verpflichtet habe, während der verbleibenden Zeit, die mir Gott gewährt, die Verfassungsprinzipien im Herzen unserer Nation aufrecht zu erhalten. Und trotz des immensen Verlustes, den er betrauert, betont er auch das Bewusstsein für seine neue Rolle. Mein Leben wird sich natürlich ändern. Durch diese Verantwortung wird es mir nicht mehr möglich sein, so viel Zeit und Energie für Wohltätigkeitsorganisationen oder für Themen einzusetzen, die mir am Herzen liegen. Zwischendurch, du hast es eben schon gesagt, hört man immer wieder die Glocke. Das ist Big Ben. Das ist Big Ben. Gegeben hat. Man geht davon aus, dass ungefähr 10.000 Soldaten und Fachleute. Ich habe schon gesagt, Michael, der Luftraum jetzt in diesem Bereich ist in diesen Stunden gesperrt. Ja. Die Flugzeuge wurden umgeleitet. All die Flugzeuge, die in Heathrow starten, die normalerweise dort jetzt geflogen wären, fliegen da jetzt in diesen Stunden nicht. Nein, man will diesen Zauber, man will diesen royalen Zauber nicht stören. Berichterstatter, wir haben damals reingeguckt. Damals waren 200.000 Menschen am Sarg von Queen Mum. Jetzt werden 1,5 Millionen erwartet in den nächsten 4 Tagen. Das Barrett-Party. 6 paces, outwards, march. Barrett-Party. Prepare to turn. Prepare to race. Race. Barrett-Party, inwards. Turn. Barrett-Party. Prepare to turn. Turn. Barrett-Party. Slow. March.
Schöpfer und Erlöser der Menschheit, gewähre uns mit deiner Dienerin Königin Elisabeth und allen gläubig dahingegangenen den Segen des rettenden Leidens und der glorreichen Auferstehung deines Sohnes. Findest du das? Ja, es sind große Bilder und es ist, glaube ich, auch ein ja, wirklich sehr, sehr bewegender Moment. Und man auch sieht, wie die Trauer um sich greift und dass es auch ein Ende ist. Und natürlich auch diese große Welt, aus der sie kommt. Wie aus der Zeit gefallen, hat man das Gefühl. Und dann auch surreal. Man hat eben in einem Zwischenschnitt gesehen, dass Megan sehr, sehr gefühlvoll reagiert hat, ein bisschen geweint hat. Michael, alle anderen, man hat den Eindruck, reißen sich sehr zusammen. Für Megan ist es natürlich auch ein Wiederkommen, die diese ganzen protokollarischen Sachen ja gar nicht verinnerlicht hat. Sie ist da auch ein klein bisschen an der Seite von Harry auf dem Präsentierteller. Sie hat aber, wie ich finde, ehrliche Tränen im Gesicht gehabt und man saß auch an ihren Beinen. Sie war die einzige Frau, die wirklich gewackelt hat, also sie ist unsicher. Und das müssen wir uns jetzt so vorstellen, dieses Wachbataillon bewacht die verstorbene Königin. Deswegen dreht man ihr auch den Rücken zu. Also es ist ein Schutz des Sarges. Michael, jetzt hat sich die Familie verneigt vor dem Sarg, verlässt jetzt die Trauerhalle. Verlässt die Trauerhalle und da sehen wir die Kernfamilie der Queen. Der König, die Königin, Anne mit ihrem Mann Timothy Lawrence, Andrew alleine, Edward mit seiner Frau Sophie, William, Kate, Harry, Meghan. Das ist die Kernfamilie. Wir sahen es eben auch in der ersten Reihe noch. Auch Beatrice und Eugenie mit ihren Männern sind dabei. Auch die Kinder von Sophie und Edward. Jetzt wird die Fahne gerichtet, es wird
jetzt für die Öffentlichkeit ab 18 Uhr deutscher Zeit, also in 1,5 Stunden, wird jetzt diese Westminster Hall geöffnet. Das ist der Erzbischof von Canterbury, der, wie ich finde, eine sehr schöne, passende Predigt gehalten hat, Rede gehalten hat. Und wir dürfen bei diesen Bildern eines nicht vergessen, auch bei der verstorbenen Queen, Charles III. Ist auch jetzt das Oberhaupt der anglikanischen Kirche und auch das Oberhaupt der Church of Scotland. Dementsprechend die Kirche und der Glaube spielt in der britischen Monarchie eine riesige Rolle.